Weiter geht's in der Nacht des zweiten Tages. Jo, meine Freunde, willkommen zurück. Ich überlege, was wir nachher zu tun haben. Viel glaube ich eigentlich nicht mehr. Wir sind soweit ganz durchgekommen und dann ganz kurz etwas machen. Und zwar, was mir dank euch wieder eingefallen ist, das war... Oh, nicht einbezahlen. Nee. Also davor bin ich abheben. Denn es gibt ja noch... Robin, waren wir schon wieder? Das soll noch 200 machen. Ja, wieso nicht? Oh, du bist doch doof. So. 199. So, jetzt passen wir so viel rein. Dankeschön und tschüss. Ja, und zwar noch wegen der größten Bombentasche. Die könnten wir uns ja auch mal holen. Das gibt bereits. Und zwar ist die ja, ich hoffe, wir haben noch alles richtig im Kopf. Ist die ja halt im Grundorf. Gut, Resten zu läuft ist jetzt eigentlich relativ flott. Ich kann natürlich jetzt in der Nacht noch etwas machen, aber die Frage natürlich, was, wa? So viele Stunden haben wir jetzt eigentlich auch nicht mehr vor uns, außer wir jetzt direkt mal an den Strand noch gehen. Wegen der Verwandlungsmaske, in der Hoffnung, dass ich dann was machen könnte. Wieso eigentlich nicht, weil dann könnt ihr direkt mit der Maske, mit der nächsten Maske nach tauchen gehen und wäre natürlich auch geil. Noch ein paar Truhen zu plündern, gibt es nicht, dass da drin Herzteile sind, aber man weiß nie. So. Bei dem war das doch, oder? Hey, Typi! Das ist für dich ein besonderes Handelsangebot. Eine Riesenbombentasche kostet regulär. Uff! Okay. Die Riesenbombentasche. 40 Bomben. Geil. Ein Bombengeschäft. Zwei. Aha! Hier ist es also. Jetzt willkommen. Dankeschön. Jo, Mann. Herzlichen Dank. Jo, danke ich auch. Jetzt mal gucken, da oben ist doch noch was. Wie komme ich denn schon wieder dorthin? So scheinbar nicht. Oder. Detail vielleicht sagen, dass er dort die Vogelscheuche hinkomme. Das war elegant, Link. Oh, meines Kind, hey, kleiner Linky Boy. Da ist irgendwas, aber wie zum Henke komme ich da hin? Weil ich habe doch hier nirgendwo. Da brennt das für ein Deku? Also bis jetzt nie etwas gesehen, aber. Wer weiß, der Preis ist heiß. Doch, da ist ein Herz, was wir sehen, aber wie sollen da rüberkommen? Eigentlich nur zwei Varianten, entweder fliegen als Deku-Link oder wir ziehen uns rüber. Knifflig. Blub. Ja, auf der anderen Seite her geht es sicher auch nicht. Das ist echt. Ich sehe da keinen verborgenen Weg oder so etwas. Das war Failing, das wollte ich gerade nicht. Nee, wissen will, ich sehe da nichts. Bin ich ein Trottel? Natürlich! Aber, da gibt es ja auch eine Bergurkunde? Echt jetzt? Was machen wir denn dem noch? Jo. Also angenommen, aber verdammt, da geht doch nur am nächsten Tag, oder? Wird es jetzt auch noch gehen? Also sprich, wenn ich den Mondtrainer hole und im ersten, also sprich halt im ersten Deku-Händler-Typ halt da. Die Sumpfurkunde gebe ich, weiß nicht, ob das etwas werden könnte. Naja, weil wäre interessant, wenn wir uns noch
in Erinnerung behalten, jetzt will ich aber erstmal zurück in den Sumpf und gucken, wo denn zum Henker dort die Schießbude war. Denn dann könnten wir uns dort direkt noch einen letzten Köcher holen, hätten somit den letzten Tag, also zumindest mal diesen Tageszyklus, weil wirklich alles klappt, dann wird ja perfekt irgendwie abgeschlossen. Naja, wie gesagt, vorausgesetzt, es funktioniert überhaupt. Wo war denn das jetzt? Man tut theoretisch das Gerone, kommen wir da ziemlich überall durch, wa? Da war jemand irgendwo dort, oder? Ich bin da echt gerade ein bisschen überlegen. Aber man war natürlich dort hinten noch nicht, wa? Wollen wir einfach später noch aufheben, weil da dann angeplatzt. Ah, Sumpfschießbude tatsächlich. Genau, weil hier ein Angelplatz ist, den wollte ich mir später noch aufheben. Trottel. Einfach zum Angeln, wa? Okidoki, zumindest mal zum Testen. Die Schießbude will ich! Natürlich als Mensch. Also morgens bis 10 Uhr abends. Na klar, wenn wir sowieso gleich 6 Uhr morgens, können wir direkt mal rein. War es im zeitlichen her, wa? Was sonst noch etwas hier nachts zu tun? Ich glaube nicht, wa? Ich glaube, wir können jetzt ungefähr ruhig mal die Zeit ein bisschen vorwärts spulen. Das müsste doch klappen. Du. Dämmung des dritten Tages, genau. Geil, Mann. Also, das Schwert können wir jetzt holen, können wir das jederzeit machen, das ist kein Problem. Gigi, da ist ein Herz, habe ich gesehen, wo anders jetzt. Hat der Bude drauf, oder wie? Crazy. Da auf dem Baum? Nee, auch nicht. Der Mond kommt näher. Ich hasse das Teil. Eieieiei. Gut, das geht sowieso erst ab 13 Uhr. Das ist kein Problem. Wenn es also wie gesagt das Schwert holen. Oder aber gut, das geht ja auch erst. Ja, eben 6 bis 11 Uhr, aber auch noch ein bisschen Zeit. Na. Also spielt nur einfach morgens, wa? Können wir uns auch noch ein bisschen. Naja, wird schon gut gehen. Die Sumpfschießbude, was ist denn hier los? Du, darf ich auch mal ein bisschen ballern? Ich lehne, alles klar, willst du mal spielen? Das Spiel kostet Schwanzschrubbe, nö. Komm wieder, mein Kumpel, ich hab lange mal gesehen, was ist denn Joseph da los? 20 Wille, oh Mann, wieso sind die alle so teuer? Ich verstehe das nicht. Wie man haben wir es jetzt mal gefunden? Naja, vielleicht noch später im Verlauf oder halt erst im nächsten Zyklus. Mal gucken, jetzt natürlich auch nicht wieder genug Kohlen zu haben. Genau, erstmal ein Schwert holen. Sonst vergesse ich es echt noch und das wäre ein bisschen peinlich. So, Großmutter-Tasche haben wir. Dann machen wir direkt noch eine Lotterie und das Bombenspiel noch, wa? Wir müssen einfach am dritten Tag was geben. Glaube zumindest. Du. Na Leute. Ein bisschen dauert, aber jetzt ist es fertig. Hier, guck mal. Ja, die Schmiergelkli... Einmal ganz kurz, das musste drauf. Hä? War schon immer so? Karo? Doch, Moment mal, stimmt, das war sogar so. Ja, sorry, ich habe jetzt noch Skyward Sword, kommen wir uns ein bisschen wie Gimmerhin vor. In der Kunst von Licht und Schatten. Cool. Gib mir das Muster drauf. Zick, zweimal. Fertig. Mehr geht nicht. Und es bleibt immer so. Es übersteht sogar einen Zeitwechsel. Wird dich entsorgt. Was? Oh, ein Kunde? Ja, das ist morgen früh dann. Heute keine Aufträge mehr an. Fragst du so, morgen in der Kammerstadt. Das ist so schon alles vorbei.
Schade, dass kein Goldschirm mehr übrig, weil den können wir noch gut verkaufen. So einen Kuriositätenhändler können wir den, glaube ich, für jeweils 200 verkaufen. Aber es ist doch gerade die Frage, geht es jetzt eigentlich an oder geht das nur pro Zyklus? Alter, unser Schwert! Was für eine Reichweite! Die ist einfach... So, was ist die nervige Biene? Hört ihr doch irgendwo? Pfeile, Bomben, eine Fee. Ja, haben noch eine. Mann, komm schon, Link! Du, die mächtigste Waffe von allen. Du, hast du mindestens mal vom Standardwert her gesehen? Ach, komm schon! Geht doch. Du. So, und wenn wir mal zurück. Nach Unruhstadt. Da kriege ich gerade irgendwo noch auf die Schnelle 200 Rubine her. Nee, glaube ich eigentlich nichts. Das sind halt wegen vorher Geld, war. Das Schießbootspiel, ja, das ist in den letzten Tagen ein bisschen heikel, weil wir heißen noch, das letzte hier war schon heavy. Okay, gut, jetzt haben wir natürlich sowieso bessere Gyrosteuerung, da müsste es eigentlich sowieso ringer gehen. So. Ah, jetzt haben wir schon noch keine Kohle. Mann, für alles brauchst du Geld. Das ist totaler Käse. Wir holen dann alles Kohle, alle Kohle wieder ab. Ja, genau so mache ich sie jetzt hier. Du. Was ist los? Weg drauf werfen, okay. Abheben. Würde mal sagen, etwa 100, war. Ja, viel Geld aber nicht mehr, aber kein Problem, wir können jederzeit wieder neu sammeln. Ich wollte gerade überlegen, Zimmerschlüssel, ich kann natürlich täglich einen neuen Zyklus wiederholen und krieg so locker pro Zyklus eigentlich über 300 Rubine zusammen. Schon krass. So. Ist ja kein Problem. Zwischen 6 und 11 Uhr, okay, hab's kapiert. Gut, hätten wir das. Bei ihm ist immer noch nichts los, wie gewohnt. Bombenshop, wir haben bereits Kramminen. Da muss ich auch nicht mehr. Kuriositätsladen war klar. Die Vogelscheuer, die brauche ich auch nicht mehr. Ich habe alles bereits gelernt. Jo. Also trotz allem, Freunde, egal wie es noch weiter ausgeht, haben wir echt schon viel getan. Soll ich mal gucken, wegen, wenn ich schon mal hier näher bin. Ne, ich mache erst das andere. In der Urkunde spricht ein Herzteil auch noch im Grunendorf, kann auch später noch schauen. Ja, das ist das erzählen. Wir bekommen einen speziellen Preis. Jo, Mann! Dankeschön. Das Hunderennen. Ja, geht ja später. Dazu muss ich erst die Spielenhäuser machen. Also müssen sie übertrieben, aber es ist eine große, große Hilfe wegen. Ich glaube, einer bis zwei weiter Masken war. Versuch halt hier übrigens mal ein cooles Schätzchen, aber so einen weiteren Versuch wagen. Nicht wahr, Schätzchen? Machen wir mal versuchen. Irgendwie fein oder was? Mal ganz kurz was anderes. Ich glaube, abschießen darf er sie nicht, wa? Mann, dämlicher Mond! Und immer wieder neu, oder wie sieht's aus? Mann, ey, jetzt! So, jetzt wieder. Und das waren alle! So geht das vor nicht anders, so. Gibt es jetzt hier für ein Herz oder so etwas? Und da hat er einen perfekten Treffer erzielt. Oh, er ist so cool, Mann.
ein Herzteil. Yo, Mann, für noch ein einziges haben wir. Wieder ein Herzcontainer beisammen, ist das nicht geil? Du. Wann jetzt? Aha, Alter hat er geschafft. Und abgeschossen. Geil, Mann, kann ich auch abhaken? Oh, Mann, ey. Sehr schön, Freunde, das als auch schon beisammen. Mann, oh Mann, der Tag hat kaum begonnen. Ja, mal gucken, was gibt es denn sonst noch? Ja, wie gesagt, es geht erst ab 13 Uhr, soll vielleicht auch mal einen Timer stellen, wa? Man weiß ja nie, was noch passieren könnte. Du. Weg wurde gestellt, gut. Ich überlege gerade, ob es vielleicht Freies Quest noch weiterführen soll nachher. Also sprich, komplett abschließen soll. Geht das überhaupt? Braucht das nicht den Fanghaken? Ich glaube nicht, wa? Also so ab 18 Uhr, wir können es mal noch testen dann. Wenn es soweit ist, können wir es mal riskieren. Ja, ein Griff ins Klo, Mann, den Rest habe ich hier schon. Das war später, das war auch später. Ja, die Schießbude. Jetzt eigentlich genug Kohle, wa? Okay, so was, wir versuchen es mal ganz kurz. Vielleicht ist es doch einfacher als früher, jetzt mit der Gyrosteuerung sowieso. Sonst würde ich sagen, holen wir uns mal noch die letzte Verwandlungsmaske natürlich vor der grimmigen Gottheit, wa? So. Wir sind gut dabei. Ja, also muss schon zugeben, jetzt im Vergleich zu sonstigen Tageszügen sind wir jetzt echt schon geil unterwegs. Schon so viel gehe ich ab. Wir sehen gerade auf die Uhr, wir haben noch ein paar Minuten bloß noch, aber trotzdem wird die mächtige Schmirgel klingen, ganz geil. Ja. Doch, passt schon. Du. Kann ich auch springen, war mit dem Dekus. Reicht schon mal, wa? Nee, da oben war, glaube ich, nichts mehr. Und wegen Herzeln so etwas. Aber gut, vielleicht hier, wa? Momentchen mal. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich es auch riskieren. Nee, viel zu tief. Das, was ernten können, müsste ich auch viel. Wieso? Ich setze nur über Deko-Blumen, verstehe das nicht. Doch, ich muss hin und Herzteil sein, da vorhin was gesehen. Was vielleicht der hier war? Nee, auch nicht. Hey, dann. Moment! Dem Rabe, hey, so. Vor allem zum also sprich, wo der Tagesessel kam, doch etwas gesehen hier oben. Moment mal, war nicht irgendwo sogar etwas, wo ich dagegen bumsen musste? Scheinbar doch, aber ich hätte schwören können, das war irgendwie so. Ein Steinbeißen, ist sehr clever. Aber den war sicher auch nichts. Ja, Freunde, ich bin da noch ein bisschen verwirrt. Ich schwören können, die waren irgendwo hier. Moment, da ist was, hab's gerade gesehen! Hey, kann ich das normal hochklettern? So, natürlich nicht. Mann, ey. Schon viel besser. Du. Hm.
Herz her, Dankeschön. Das musste passieren. Mann! Alter, bin ich erschrocken. So. Meine Fresse. Moment. Jupp. So, Dankeschön. Jetzt aber, come on, das muss doch jetzt mal klappen. Und ein neues Herz komplett. Ist nicht gleich so. Oh Mann, hey, so wird da hast du doch nichts. Ja, also die Schießbude, genug Geld haben wir. Bis 13 Uhr habe ich auch noch Zeit. Also, mal versuchen, wa? Party ist vorbei, komm schon einmal, kann es noch versuchen. Ey, Kleine, ne, willst du spielen? Yo. Wer braucht überhaupt? Da kommt gleiche Ziel, du musst drauf schießen, aber und treffen, mehr nicht. Wenn du mit Zählen eine Beta gedrückt hilfst, triffst du überhaupt nicht. Hast du verstanden, Kleiner? Jo. Hä? So, ja doch, ist doch einfacher als früher. Und ich erinnere mich langsam wieder, wie oft ich damals gebraucht habe und wie oft ich gefehlt habe. Glaubt mir gar nicht. Wie viele Punkte brauchen hierfür? Da gab hierfür sicher auch noch irgendwie ein Herzteil nachher. Das Köchhaptik gab es normal für. Also, keine Ahnung. 1500 Punkte? Keine Ahnung, echt? Keine Ahnung mehr. Die Zeit läuft weiter, das war ja klar. Hm? Ah, da. Wo ist der Volvo? Kommt, da gibt 100 Punkte. Du. Der 2000 müsste eigentlich schon reichen, wa? Okay, ich habe doch zu viele Punkte genommen. Perfekt! Das lobe ich mir. Du, ich krieg noch ein paar. Das können wir so lassen. Perfekt! Da hast du, Kleiner! Bei der Meisterschütze 1! Aber gar nicht gesehen. Hallo, bis. Ich würde gerade sagen. Ey du, sag deinen Freunden, wenn sie wollen, können sie kommen. Geil, Mann. Also sprich, fürs Schießbund könnte ich das auf der andere. Genau, 50 Punkte. Das ist noch ein Preis, aber das ist schwer. Genau, und das ist natürlich das Gleiche, wa? Das Preis in den großen Köchern erhalten. Ja, und natürlich die nächste Stufe wäre dann vermutlich noch mehr Punkte für das nächste Herzteil, wa? Ja, gut. Machen wir ein anderes Mal. Nächsten Tageszyklus und so. Alter, aber das ist geil. Die Riesenmontage kann bis zu 40 Bomben tragen, müsste bereits die größere sein. Wie gesagt, die erste haben wir übersprungen, die erste Stufe, sag ich jetzt mal. Dann haben wir direkt die große Bombentasche gekauft für 30 Bomben. Das ist die riesige, spielt das letzte Upgrade. Der Riesenkörner auch das letzte. Die Schmiedeklinge ist auch das stärkste Schwert. Fehlen noch zwei Masken. Das ist natürlich auch, das war klar. Und dann halt noch die nächste Schildvariante. Tja, was jetzt noch? Was könnte ich jetzt noch tun, außer ein bisschen Dinge zu farmen, für ein paar vielleicht Geld zu farmen, wa? Geld farmen wo? Außer natürlich, ich mach's anders. Ja, wieso nicht? Wir sind nochmal ganz kurz in die Stadt zurück. Ich kann ja das wegen der Urkunde noch testen. Da holen wir kurz die Mondtrainer, dann gehe ich bei Kaffee vorbei, es müsste alles noch klappen. Aber das dann erst doch wieder im nächsten Part. Du, flupp! Fluppdiwupp.
Hui und geil, das war sowas von und geil. Danke fürs Zusehen, Freunde, wieder bei diesem nächsten Part hier bei Majora's Mask 3D. Cool, wa? Ja, bis dahin, tschüss.